Okay, ich habe mein DS4-Programm abgedatet. Vielleicht hilft es für den Controller. Wir werden es sehr früh genug merken. Jo, Scrappy. Fenris schickt mich wegen der Mine. Und? Was hat er gesagt? Er hat nur gesagt, dass du das in Ordnung bringen sollst. So eine Scheiße. Ich habe echt keine Ahnung, was wir tun können gegen das Gas. Hast du eine Idee? Irgendetwas von den Alchemisten herstellen lassen? Ich glaube nicht, dass die was machen können, was so viel Schutz bietet, dass meine Männer tagelang weiterarbeiten können. Hast du noch eine andere Idee? Gasmasken kaufen? Die Idee ist gut. Aber für so viel Masken habe ich keine Kohle. Wir brauchen einen anderen Plan. Die Gasquelle verschließen? Das wäre natürlich das Beste. Dafür müsste aber jemand reingehen und die Quelle suchen. Ich weiß, der alte Scrappy hat schon viel verlangt, aber würdest du das für mich tun? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir haben ja keine andere Wahl. Du bist stark, sieh mich an. Meine alten, stimmzerfressenen Knochen halten das Gas doch keine Minute aus. Ich hoffe, das lohnt sich für mich. Dafür sorg ich schon. Ich habe jetzt gerade keine Kohle, die ich dir geben könnte. Aber wenn du mir wirklich helfen willst, bereite dich besser drauf vor. Kauf ein paar Heiltränke oder so. Mach ich. Ach, warte mal, da fällt mir ein, ich habe ja sogar eine Gasmaske. Ist zwar ein olles Ding, aber vielleicht hilft's ja wenigstens ein bisschen. Während du dir die Mine ansiehst, schau ich mal, was unser Plan B sein könnte. Bring mir was bei. Sicher, sicher. Ah, oh, was hat er noch? Ich kann nichts lernen. Fantastisch. Findest du gut, gell? Dass wir das Geld behalten und einfach so mal weitermachen. Ja, gehen wir mit ein paar Leuten im Vortratschen. Die Mine glitscht bei mir, die Mission. Gehen wir zuerst tratschen mit Leuten. Machen wir mal eine Tratschrunde. Geh weiter. Okay, passt. Kein blödes Nachgerede anscheinend. Jo. Mensch, kennst du noch die Zeiten, wie es früher hier ausgesehen hat? Ja, die Wüste hatte die Stadt ziemlich im Griff. Es macht mich richtig stolz, wenn ich sehe, was wir Berserker hier geschaffen haben. Aber entschuldige, dass ich dich so einfach vollquatsche. Ich bin Brambart, sehr erfreut. Aha. Sag mal, hast du zufällig etwas Neues über die Grenzgebiete in Karakis gehört? Die Morkons haben eines der Weltenherzen dort angegriffen. Tatsächlich? Oh Mann, das ist ja krass. Warum interessiert dich das? Wir reiben uns viel zu sehr im Inland von Tavar und den Küstengebieten auf. Die wahre Gefahr kommt aber eigentlich von außen, ist meine Meinung. Wir sind viel zu unterrepräsentiert in Karakis. Das wird uns noch zum Verhängnis. Warlord Tialk braucht eine Unterstützung bei seinem Weltenherz in Karakis. Ach ja, Das kommt jetzt vielleicht im Moment etwas ungelegen. Natürlich. Ich habe gerade eine Menge zu tun. Hast du nicht gesagt, man müsste sich mehr um Karakis kümmern? Ja schon, aber ach, weißt du was? Ich schulde Tialk eh noch einen Gefallen. Also werde ich den Kram, der hier auf mich wartet, erst einmal liegen lassen und meinen Freund unterstützen. Das hört sich gut an. Ja, aber dann muss ich sofort losgehen, bevor mich noch jemand abfängt und mir eine weitere Aufgabe zuteilt. Solltest du vor mir bei Tiags Weltenherz sein, dann sag ihm, dass ich unterwegs bin. Bis bald. Tschüss. Exzellent. Exzellent. Gute Arbeit. Was haben wir hier? Kram. Ah. Das ist das. Was soll es kriechen? Eltern, kleine Elixbeutel, alles mir. Alles Elix im Chucks. Ich hab nichts gestohlen.
Ob Wyatt noch hier ist? Ich weiß auch nicht. Irgendwer einen Namen hier? Ich sehe das nicht so eng. Ach, wirklich? Wenn du deine tägliche Ration umsonst haben willst, melde dich draußen bei Skinny, sofern er da ist. Oder kann ich dir irgendwie anders weiterhelfen? Gib mir was zu essen. Worauf hast du denn Hunger? Oh, ein Kartoffelsalat. Den werden wir später brauchen fürs Gift. Draußen das Scrappy. Arbeit zieht Arbeit nach sich. Das wurde aber auch Zeit. Ja, sorry. Ich wusste nicht, dass ich hier nicht drauf darf. Olaf, kennen wir den nicht? Irgendwann werde ich die Kampfmagie lernen. Okay. Das ist doch nicht dein Ernst. Ach, das ist Skinny. Hunger auf einen Teller Suppe? Kostet auch nichts. Warum verschenkst du Essen? Ist eine Maßnahme von Red. Ein hungriges Volk rebelliert leichter. Damit will er Sorge tragen, dass niemand auf die Idee kommt, ihn als Anführer anzuzweifeln. Was ist in der Suppe drin? Ich nenne es Skinnys Spezialtopf. Eine Menge Gemüse, Wasser, Fleisch und meine geheime Zutat. Ein Schuss Schnaps. Wirklich? Alles, was dein Körper braucht. Schnaps? Wirklich? Gib mir was zu essen. Hier, lass es dir schmecken. Du kannst dir bei mir einmal pro Tag was abholen, wenn du möchtest. Okay. Hey! Wo ist William? Anscheinend Wasser können wir gratis nehmen. Finde ich gut. William? Deine Hütte schaut ziemlich leer aus. William! Rotmoni, Das ist gut, das brauchen wir. Okay. Was war hier in dem Gebäude? Ich werde dauernd angebaggert. Ich habe gehört, die kommen nicht wieder. Ich da ein bisschen an Bord. Nehmt das hier drinnen? Hitch. Hey! Dich kenne ich doch. Naja, egal. Mir ist nicht nach Quatschen zumute. Oder willst du hier den Boden schrubben? Nein? Dachte ich mir. Hier riecht es etwas streng. Irgendein Dreckschwein hat meine Hütte als öffentliches Klo missbraucht. Hat mir eine volle Ladung vors Bett gekoffert. Das ist ja widerlich. Ach was. Und solange ich nicht weiß, wer das war, kann Fenris einen anderen für das Südtor abstellen. Da beschützt man die Leute und zum Dank legen sie dir einen Haufen in die Bude. Frechheit. Soll ich dir einen Eimer Wasser besorgen? Das mache ich schon selbst. Wenn ich dir einen Rat geben darf, pass auf diese Hosenscheißer auf. Kannst du ihnen nicht beweisen, aber ich wette, dass eines der Plagen schuld ist. Komm nur auf dumme Ideen, weil ihnen niemand den Hintern versohlt. Fulminant. Fulminant? Lass mich meine Arbeit machen. Jo, okay. Ich glaube, ich gehe gleich mal in die Minen dann. Bevor ich mich zu sehr und zu lange in der Stadt umschaue. Und noch jeden das Klopapier stelle. Ist hier genug Klopapier da? Besser für dich. Jetzt lass mir doch ein bisschen was stellen da. Dann werden wir Fox abholen und nochmal die Stadt durchqueren. Da drüben ist die Mine. Die Mission. Ja, ist ausgewählt. Ich habe die Gasmaske. Ich habe das Kartoffelpüree. Schau, das wird doch gut laufen. Schaut gut aus, die Gasmaske. Und dann werden wir in die Minen reinhüpfen.
Riskanter Aufenthalt an diesem Ort. Ja, das wissen wir schon doch. Da waren wir doch schon öfters. Und ist Falk ein bisschen langweilig. Will ich nur mal so sagen. Ich weiß gar nicht, welcher Gefährte mir am besten gefallen hat. Brony, eindeutig. Obwohl ich ihn nie auf eine Mission mitgenommen habe. Okay, wenn wir Glück haben, haben wir keine Raptoren mehr. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Keine Raptoren zu bekämpfen hier oben. Ich meine, es ist Erfahrung, aber... Uff, war knapp. Eine Spinne war auch letztens hier drinnen. Die müssten wir auch hinauslocken. Habe ich mein Kartoffelpüree ausgerüstet? Nein. Okay, schauen wir mal. Kartoffelpüree ausrüsten als erstes. Und uns dann reinwagen und schauen, wie wir das Gas abtrennen. Puh. Ich schätze, das war ganz rechts hinten irgendwo, wo wir noch nicht hingekommen sind. Wir rennen einfach mal durch und schauen, ob wir den Ort finden. Das hier scheint die Quelle der giftigen Gase zu sein. Ich sollte Scrappy davon erzählen, dass sich diese Quelle nicht schließen lässt. Was, wirklich? Ah. Okay. Anscheinend sind wir einfach umsonst reingerannt. Verdammt. Das war's auch schon hier drinnen. Die Spinne ist anscheinend auch weg. Gelootet haben wir alles anscheinend. Wow. Das ist enttäuschend. Was nun? Ich bin hier. Müssen wir ihn doch das gar. Das ist am ersten. Der Bunker des Dukes. Oder kleinen Ratte. Ah. Oh. Rat. Erinnert sich nicht mal an mich. Sollte mich nicht überraschen. Nicht, dass ich meinen Tod stürze. Okay. Sorry, Red. Scrap, meine ich. Scrap. Ich war in der Mine und habe die Gasquelle gefunden. Im hinteren Teil der Mine treten große Mengen davon aus. Ich glaube nicht, dass man die Quelle wieder verschließen kann. Verdammt. Also haben wir keine Chance, das Zeug wieder loszuwerden? Sieht so aus. So ein Dreck. Aber schlau wie Scrappy ist, hat er schon eine Idee. Eigentlich war es sogar deine. Aber erstmal zu dir. Geht's dir gut? Wegen dem Gas und so? Natürlich. Ja, ich denke schon. Vielleicht lässt du dir später trotzdem mal von einem Alchemisten einen Heiltrank oder so geben. Sicher ist sicher. Was hast du für eine Idee gehabt? Masken. Wir brauchen Gasmasken. Lass mich raten. Ich soll die Gasmasken besorgen. Brauchst nicht gleich eingeschnappt zu sein. Muss mir ja nicht helfen. Fänd's natürlich schön, wenn du mir hilfst, der alten Zeiten wegen. Ist halt auch nicht ganz ungefährlich. Leute nur mit Gasmasken in der Mine schuften zu lassen, ist ein ziemliches Risiko. Aber keine Wahl, wir brauchen das Eisen. Du wirst auch neue Leute brauchen. Ah, scheiße, da sagst du was. Masken können wir bestimmt von den Morkons kaufen, falls gerade einer ihrer Händler im Vor ist.
Die Jungs leben ja unterirdisch. Die haben sonst Zeug. Ich werde mal sehen, ob ich welche finde. Hab leider keine Kohle, die ich dir geben könnte. Ja. Was schon komisch ist, weil ich meistens ein paar Splitter von Fenris bekomme, wenn es Probleme zu lösen gibt. Na, ist auch egal. Vielleicht findest du ja einen anderen Weg, an die Masken zu kommen. So, jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich neue Arbeiter bekomme. Wie viele Gasmasken brauchst du? 5 Stück sollten erstmal reichen. Schau dich mal im Händlerviertel um. Müsstest du da kaufen können. Wenn wir ganz viel Pech haben, müssen wir zu den Morkons. Die haben auf jeden Fall welche. Stehlen und Morkons killen, verstehe. Was hast du jetzt wegen den Minenarbeitern vor? Ich denke, wir sollten einfach ein paar Zettel anbringen, dass die Mine neue Männer braucht. Hab eh noch welche von den Dingern. Am besten gehst du zu den schwarzen Brettern und hängst da welche auf. Ich werde mich um den Bereich am Haupttor kümmern. Wo finde ich die schwarzen Bretter? 1 ist bei Chloes Kneipe, 1 bei den... Alles klar, dann mal los. Wenn du mich suchst, findest du mich irgendwo am Haupttor. Ah. Du lässt deine Kiste unbewacht, Scrappy. Was für ein blöder Zufall, dass ich deinen Schlüssel habe. Ups. Schere Kriegsarmbrust. Ah, was geht ab, Falk? Okay, wie lange sind wir drin? Vielleicht killen wir noch was. 16 Minuten erst. Ja, da werden wir doch irgendwo noch eine Quest finden, wo wir was zerlegen können. Wow, was ist denn das alles? Geschriebenes. In der Butter für Scrappy. Streicher. Hier unten soll irgendwo ein Landstreicher sein. Ich weiß nicht, warum das gerade glitscht. Ich gehe mal wieder zu dem Ding da. Hier links unten. Beim Leuchtturm. Wahrscheinlich. Wo ich mal durch 10 verschiedene Typen durch muss. Ah, probieren wir es zum Leuchtturm rüber zu kommen zuerst. Die Viecher zu bekämpfen, hier ist Selbstmord normal. Überhaupt mit dem fliegenden Typen da. Da drüben. Ha! Too bad, too sad. Hey, neue Stufe. Er ist mit Frank abgelenkt oder mit dem Teleporter. Und von Frank, den mach weg. Nice, gute Arbeit, Junge. Wollen wir mal dieses Ding probieren? Zu zerlegen. Ich habe jetzt nochmal genug Money. Aber wie soll ich denn das treffen? Ein Kampf. Uff. Wo ist das jetzt hin? Hier. Gar Mist, fliegende Gegner, wirklich. Landet das Ding auch mal? Ups, Mist.
weiß nicht, ob das ein Upgrade oder ein Downgrade ist wegen der Gegner. Na, oh, er verfehlt, Gott sei Dank. Er fliegt über meinen Schädel die ganze Zeit drüber. Ich glaube nicht, dass es in diesem Spiel Headshot-Schaden gibt. Absteckt er. Jetzt einfach mal draufhauen. Ich glaube, er steckt. Flugschleuser. Schöner Name. Das wird ausgenutzt. Vielleicht war er einfach nur müde. Hopp, Laterne. Komm schon, Frank. Mit 5 Safe. I got the moves. Ja, oh Gott. Hinter diesem Wühler, Frank. Uff. So ist One Shot of Time. Okay. Ah. Rotmarsch. Gute Arbeit. Aufstehen, Frank. Zum Kämpfen, ja, zum Faulenzen. Uff. Okay, probieren wir es mit Messer. Eieiei. Das war ein Heiltrank. Uff. Und da ist schon das nächste Viech zum Bekämpfen. So, mein letzter Heiltrank. Gut, dass ich hier eine Pause bekomme. Dass ich mir meine anderen Heiltränke reinwürgen kann. Hier, kleiner Heiltrank. Uff. Naja, wir haben den Kampf geschafft. Das ist schon mal viel wert. Noch ein Herz. Was war das? Allgemeines Gegenmittel. Ich glaube, ich habe das noch nie benutzt, weil die Effekte nicht so effektiv, so extrem stark sind. Es zerlegt dich nicht so extrem. Nichts hier oben. Wirklich? Warum sonst? Oh. Schild. Bedrohlicher Ort. Ja, haben wir schon mal gemeistert. Raten uns. Besser. Rattenfleisch am wichtigsten. Das ist kein normaler Beißer. Fetter Terrorvogel. Naja, so viel hat er auch nicht machen können. In Elix 2 wäre ich schon 10-mal gestorben. Elix 1. Ratte! Ratte! Noch eine. Mit allen Ratten muss ich sterben. Nein, nicht alle Ratten müssen sterben. Auch mal einen Begleiter, der da mit okay ist, wenn ich alle anmale. Was Gutes bekommen. Da bestätigt der Kriegsbogen. Pfeile wichtig. Interessantes Kunstwerk. Haben wir jetzt das Fleisch, das wir brauchen für Mr. Falk? Nein, haben wir nicht. Okay, meine Ratten geben nicht gutes Fleisch.
Und ich sehe, das Viech gibt das Fleisch, was er haben will. Let's go to the Leuchtturm. Becher. Boah. Da haben wir wieder ein Viech, das Fleisch nochmal geben sollte. Und ein Gritter, der gibt auch Fleisch. Ein Junge auch noch. Ein Two-Shot-Gritter. Was war das? Oh nein. Oh nein. Komm schon, Falk. Hat gerade die Shotgun ausgerüstet, ich habe keine Munition. Falk, er macht gerade nichts. Ich muss der Krokodilviechern fernbleiben. Nur Kritter. Da machen wir mit dem Bogen am besten, dass die das Krokodil nicht so nahe kommt. Es ist schon da. Es ist schon da. Lauf, Park! Lauf! Ich hasse diese Viecher jetzt schon. Nicht in den Absturz. Haben wir hier wieder Banditen oben? Wie letztens. Ah, alte Zeiten, wie ich noch von einem Leuchtturm mit Ray gestorben bin. Ah ja, das ist anscheinend. Sieh einer an, Besuch, interessant. Komme ich ungelegen? Im Gegenteil. In letzter Zeit hatte ich wenig Gesellschaft. Kein Wunder, du lebst im Nirgendwo. Es ist weniger der Ort, sondern meine Person. Wir Morkons sind Opfer von Vorurteilen und Lügen. Darf ich dir eine Frage stellen? Nur zu. Was macht eine Spinne, deren Netz zu klein ist? Ich habe keine Zeit für Albernheiten. Das ist kein Spiel. Antworte. Das Netz vergrößern? Nicht ganz. Die Antwort ist ganz einfach. Sie holt sich andere Spinnen hinzu. So simpel ist die Natur. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Was kümmert es die Natur, was du denkst? Wenn dir meine Antworten nicht passen, kann ich auch gehen. Du willst gehen? Das ist aber sehr unhöflich. Gerade wo meine Freunde zurückkommen. Kannibalen. Du bist doch mein, nein, unser Ehrengast. Mir reicht das Theater. Du armseliges kleines Nichts. Jetzt lernst du meine andere Seite kennen. Großer Fehler! Ja, wenn wir gleich sehen. Oh, Explosivsachen. Explosivsachen. Oh, er ist runtergeflogen. Ah!
Komm schon, Farag. Die haben wir doch gleich. Was war das für ein... Ah. Oh. Oh. Mist. Okay, wir wissen die Taktik. Wir müssen noch mehr in Sicherheit gehen. Nice. Gute! Oh nein. Oh nein. Jetzt ist eine Party. Das könnte gut für uns sein, doch. Gut, der hat schon wieder ausgeschalten. Nein. Zum Teufel. Ei, ich hab das gespeichert, Gott sei Dank. Anscheinend hat es Falk schon erwischt. Ja, das wird ein harter Fight. Aber ich bin committed. Nicht mit mir. Habe ich jetzt sonst noch was zum Explodieren? Ich sehe nichts außer Blätter. Wie schaut es hier unten aus? Wer hat überlebt? Er hat überlebt. Okay. Okay. Das ist anscheinend doch kein Kampf, den wir gewinnen können. Was habe ich noch für Tricks? Fernkampf 1 gegen 1. Okay, wir haben uns einen 1 gegen 1 Kampf gegönnt, zumindest. Ha
Ich glaube, mein Bogen macht mehr Schaden. Also vielleicht einfach Bogen schießen. Das Fernkampfduell sollte mir besser liegen, wie es ausschaut. Wow! Ein Schuss noch vielleicht. Oh! Okay. Ah, oh, Frank. Wie geht's, Junge? Fantastisch. Oh. Mhm. Die Episode ist doch noch etwas länger geworden. Okay, was haben wir hier? Dieser Turm steht noch immer ungeachtet. Sind gut mit sich selber beschäftigt. Aber können wir den sein Leben absaugen? Anscheinend hat er die Kröte besiegt. Uff. Oh boy. Wir kriegen immer wieder ein neues Leben. Ich kann es mir gar nicht mehr so leicht schießen. Oh, der hat es überlebt. Mist. Aber wir haben ihn da unten alleine. Für uns. Während da oben der Typ chillt. Gute Arbeit. Jetzt ist er ganz weg. Okay, ich glaube nicht, dass er diesen Fall überlebt. Nein. Dieser Turm. Nächster Gegner. Noch immer, ungeachtet der Witterung. Ich habe nicht so das Gefühl, dass mein Schwert da viel macht. Bark ist wieder. Diesen Kampf kannst du nicht gewinnen, Junge. Ich habe den High Ground. Oh, die Folge wird wieder ewig. Jetzt habe ich den Headglitch-Schaden. Die Headglitch-Stelle.
Ja, der Kampf ist zwar unnötig, aber ich habe die Fähigkeiten, ihn zu gewinnen. Er ist nur triple stark. Yay. Oh, komm schon. Geh endlich down, mir geht die Pferde aus. Oh. Wenn er mich jetzt gekillt hat. Ah. Ah, voll Sword of Arc. Muss man wieder alles selber erledigen hier. Welche Zusammensetzung das Material wohl hat? Kombiniert mit unseren Erkenntnissen könnte ein vortrefflicher Baustoff das Ergebnis sein. Und sobald du es raus hast, schlägt man dich tot. Profit schafft schnell Feinde. So gesehen ist es wohl besser, den Turm nicht zu untersuchen. Wir werden ihn untersuchen, keine Sorge. Ich muss mich nur daran erinnern, dass ich da unten wen zum Looten habe. Oh. Ja, ich mache die Episode hier mal am besten vorbei, bevor sie zu lang wird. Und wir machen dann sofort weiter.